Jetzt bin ich online. Ah, hier steht live. Gleich geht's los, ne? Aber hier stehen zwei Streams. Das andere ist René. Ja, welcher von den zwei? Musst du mal gucken. Gleich geht's los. Ach so. Das bist du wahrscheinlich. Genau. Ja, ich kann mal abonnieren. Oh, anmelden. Jetzt sehe ich's. Genau, so. Oh, ich höre einen Zug. Irgendjemand will da auch seinen Senf dazugeben. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Kabumba, ich bin wieder da. Hallo, Nils. Nein, Nils. Olaf, muss mal gucken. Das siehst du, ich wollte dir das mal zeigen. Aber die Ja. Farbe passt nicht. Siehst du das, Taschu? Nils? Also ich habe ein Bild. Ja? Da über dir, das ist der Michael. Das ist unser neuer Kollege. Der kommt vielleicht mal zu und will Touren von dir haben. Hallo, Dass du ihm dann, Michael. Herzlich willkommen. wenn du schreibst. Das hört sich gut an. Dann habe ich das auch, wo ich mich melden muss, wenn ich Kunden haben möchte. Genau. Ja, ich sehe es. Michael, wo kommst du her, wenn du dran kannst? Ich komme auch hier rechnen. Siehst du Holländische oben, Grenze, die irgendwo kann das Lightbox? hin sein. Was meinst du? Ja. Ja, Die meinte ich. Holländische Grenze. Die musst du ändern. Okay. Da steht noch Fahrturm drauf. Alter, Alter, der blubbert, Junge. Ha? Der blubbert. Ja, ne? Aber das da oben musst du mal ändern. Ganz schnell. Sage und schreibe, minus 12 Grad haben wir es hier bei uns. Das ist total ungewöhnlich und sehr, sehr selten. Und es hat sogar noch geschneit. Oh, geil. Was denn? Ein warmes Lenkrad. Ein warpes Lenkrad, genau. Alter Schwede. Alter, die Strecke ist ja heftig hier. Du, Daniel, siehst du jetzt nicht mehr Multiplayer. Der fährt nur, oh, ey, der fährt nur noch Singleplayer. Ja, aber doch. Da, guck mal, was ist denn mit Sandra passiert? Die sitzt, als wenn sie einen Stock gefressen hat. Die Dings, das ist die Lightbox bearbeitet, das ist ja nicht weiter, das ist ja nicht weiter schlimm. Da siehst du die Lichter, die meine ich. Auch vorne. Welche Lichter? Zeig nochmal. Komm mal raus. Und die Sonnenblende, siehst du die Sonnenblende? Da schon? Ja, ich sehe sie. Das ist auch ein Mod. Und da steht Holland, Dänemark, Schweden oder irgendwas drauf. Das kann man doch sicherlich auch ändern, oder? Wenn ich an die Teile rankomme, ja. Ui, geile Lichter. Ui. Ich glaube, ich muss auch mal einen Singleplayer. Was? Ach so, ich höre ja alles doppelt. Nils, Ja. gib mal auf YouTube ETS2 Heidelogistik ein. Bitte, jetzt. Aber eine Hupe musst du noch was machen, das passt nicht. Ja, aber es gibt ja einmal H und N, glaube ich, ne?
Nee. N. Nee, N geht nicht. U-Bahn-Fanfare. Wo finde ich das? Warte. Also die Fanfare ist, glaube ich, standardmäßig auf N. Hast du auch oben die Dachdings das alles aktiviert? Wo ist die Fanfare? Hube, Fanfare. Wie mache ich da hin? So. Ich glaube mal, dass ich die aktiviert habe. Drück mal F4. Ja, du bist verkehrt. F4 hat er gesagt. Wenn du F4 drückst, ja, dann Front- und Dachmontagen, da muss jeweils ein Haken drin sein. Hab ich. Da ist ein Haken dann sollte drin. Dann sollte die Hupe theoretischerweise gehen. Dachmontierung ist alles drin. Dann hast du Hupen angebaut, die nicht funktionieren. Haben sie dich wieder über den Tisch gezogen. Da steht nichts drauf, Alter. Nix. Was? Wo steht nichts drauf? Hinten auf dem Arsch. Ach so. Das will ich sehen. Umdrehen. Nee, Lutz. Hört sich von außen an wie so ein Wartburg. Hab ich gemacht, Daniel. Was soll ich gucken? Da muss irgendwo ETS2 Heidelogistik muss live sein. Gefunden? Heide minus Logistik. Was denn jetzt? Ich höre das, was du vor 5 Minuten gesagt hast, höre ich in dem Video nochmal. Quasi, da zieht sich die Audio ein bisschen ja, zeitlich auseinander irgendwie. Continue. Das Lenkrad will ich auch haben. Also wenn du jetzt die Band los. Nils, hast du gefunden? Oh! Unfall, Junge! Wo? Den hast du weggeboxt. ETS2, Heidelogistik. Habe ich eingegeben. Dann kommt ein Kanal, wenn du es eingegeben hast. Dann. Nicht der das Video selber, sondern der ganze Kanal. Und auf dem findest du es dann gleich. Ah, gefunden. Lichter sind das geilste, die Blinker. Schlecht. So.